Noah will eine dicke Limo für wenig Geld schießen. Ja, der macht auf jeden Fall was her. Ist schon gut. Ne? Du kannst doch nicht vor dem Verkäufer das Auto hochloben. Macht einen guten Eindruck, schon mal von außen. Emotionen hast du ohne Ende beim Autokauf. Das ist nämlich richtig scheiße. Damit das nicht mehr passiert, muss Noah in die Schule. Sitten Hoffmann macht aus Anfängern Profis. Ihr wollt den loswerden, ne? Und ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ja. So. Also wenn ihr mal meine Schüler sein wollt, ne, und Bock habt auf so eine Geschichte, dann bewerbt euch unter psprofis@sport1.de. Noah Sandford will sich einen großen Wunsch erfüllen. Ein richtig dickes Kfz, eine Limousine, die den Chef staunen lässt und die Freunde neidisch macht. Am liebsten eine S-Klasse oder einen dicken A8 oder einen Phaeton. Sowas in der Baurichtung wäre schon schön. Noah. Sinne. Grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Dito. Ich habe deinen Wunsch schon gehört. Du willst auf dicke Hose machen. Ja, ein bisschen auf Kacke hauen, ne? Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen was zusammengespart und zurückgelegt. Wie viel Kohle hast du denn? Ja, ich denke mal so 13.000 bis 15.000 Euro sind auf jeden Fall drin. Ja, und die müssen raus, ne? Die müssen raus, ja sicher. Sehr sympathisch, ne? Noah hat ja damals auch die Eiche gebohrt und du haust jetzt hier eine dicke Karre raus und machst auf dicke Hose. Ja, ein dick Schiff für Noah. Jetzt muss ich erstmal wissen, was für Skills du so hast. Mhm. Deswegen habe ich ein Auto rausgesucht und da checkst du jetzt einfach mal. Wunderbar. Damit ich dich jetzt nicht vollsülze mit irgendwelchen Sachen, die du ja so drauf hast. Ich meine, du hast gesagt, du hast keine Ahnung von Autos, ne? Nicht wirklich, ich bin zu nett. Ja, ich habe den Sydney angerufen, weil ich halt nicht so wirklich Ahnung vom Autokauf habe und auch immer gerne viele Fehler gemacht habe beim Gebrauchtwagenkauf. Ich bin allgemein, würde ich sagen, viel zu nett und könnte da gut ein paar Tipps gebrauchen vom Sydney, der Profi ist. Ja, ich meine, zu nett und keine Ahnung. Okay, kein Problem. Gib dir Mühe. Bis später. Viel Glück. Ciao. Oh, mach keinen Scheiß. Wir begleiten Noah von einem Wohnwagen aus mit versteckter Kamera. Eine ungewohnte Situation für den Chemikanten. Der Händler ist dagegen entspannt. Er hofft auf ein schnelles Geschäft mit seinem Audi A8 im S-Design für 13.500 Euro. Das ist die Audi. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, macht einen guten Eindruck. Schönes Ding eigentlich von außen, ne? Dicker Brocken, ne? Ziemliches Dickschiff auch. Ja, schau dir das an. 2,4 Maschinen drin, 2005 Baujahr. Beste Hand. Ja. Deutsche Fahrzeug. Wie viel PS hat der? 300. 300 PS? 300 PS hat der. Ich bin voll gemacht geworden. Voll gemacht, frisch also? Frisch, ich bin gemacht. Frisch bei TÜV vorgeführt. Ja. Ja, und Reifen, ne? Eine Saison noch. Bremsen. Ja, leichte Kante geht aber noch. Ja, die kann man. Die gehen noch. Wenn er mit dem Finger eine Kante fühlt, denkt er sich, oh ja, habe ich gehört, eine Kante hat es. Oder dachte er sich, oh Gott, eine Kante, bald muss ich die Bremse wechseln. Nur wenn du weißt, was du da fühlst. Wie viel hat er jetzt runter? 230.000. 230.000. Ist schon gut. Ne? Ja, der macht auf jeden Fall was her, da muss man sagen. Da kann man schon schön mit... Passt genau für dich. Du kannst doch nicht vor dem Verkäufer das Auto hochloben, wenn der Verkäufer sagt, ja, übrigens, der hat nur drei Räder. Ach, das geht doch! Bei jedem Kauf Emotion einfach zu Hause einsperren. Und das ist wichtig, weil da siehst du genau, was das, also wenn er eine Emotion hat und denkt sich, boah, das ist mein Auto, das ist so cool, dann kann er sagen, der Motor springt nicht an. Ach du, schiebe ich einfach. Ja, wollen wir uns den Wagen mal von innen angucken? Ja, genau, ja, auch. Ja? Klar. Weiß nicht, ich gehe mal auf die andere Seite. So am Getriebe auch keine Auffälligkeiten. Ja, das ist wirklich toll. Steckgriff ist dabei, Steckgriff gepflegt. Komplett gepflegt? Nicht komplett, aber ein paar Teile ist gemacht geworden. Oh, Luftfahrwerk hat er auch. Ja, ja, ja. Noah, probier's doch mal aus. Weißt du? Also ich meine, dass er ein Luftfahrwerk hat, das heißt nicht immer nur Gutes. Natürlich, wenn es funktioniert, alles super. Deswegen, wenn der Verkäufer sagt, ja klar, läuft. Oder wenn, ich meine, das Fahrzeug ist am tiefsten Punkt und fährt nicht mehr hoch, dann sagt er wahrscheinlich noch, du, habe ich modifiziert, damit der tiefer liegt. Also immer alles kontrollieren. Immer. Wir können gerne den Motor aufmachen. Ja, gerne, mach mal auf. Gucken wir uns das mal an. Ja, ist ein Diesel, ne? Ja, richtig. Batterie ist auch noch soweit intakt. Ja. Macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Ja. Ja. Sonst soweit irgendwelche bekannten Macken? Nein. Der hatte. Alles gut, alles wunderbar. Alles kein Auto, hat keine Menge. Also ein S8, so all diese dicken Dinger, ja, die sind natürlich mega verbaut und man sieht auch nichts mehr, weil sie auch verkleidet sind mit Plastik. Jetzt ist es natürlich das Herzstück, wie bei jedem Auto, aber dieses Herzstück ist verdammt teuer. Also wenn da was kaputt geht, nahezu Totalschaden. Und dann ist natürlich völlig beknackt, einfach nur so rührt, ja gut, Motor hat er. Ach, das könnte sein Untergang sein. Was soll er denn kosten?
Ja, weißt du, ich habe einen 13.5 reingesetzt. 13.5? Ja, 13.5. Okay. Ja. 13.400 könnte man. 13.400? Ja, ist ein guter Kurs, kann man. Ja? Ja. Sicher? Sicher. Auch wenn das Auto top dasteht und du hast ein Ziel mit 13 zum Beispiel, was jetzt auch nicht utopisch ist, da kannst du ja nicht sagen, bei 100 Euro runter, kannst du ja nicht sagen, also top. Ich glaube, da muss man dran feilen. Also man muss ihn einfach mal sagen, Noah, da musst du mal reingrätschen. Ich sagte so eins, 13.250 Euro. Einfach schenken. Das klingt doch nach einem fairen Preis eigentlich, oder? Das ist ein fairer Preis, ja. Ein schönes Auto, bitte, ja. Also, was ich jetzt gerade also alles gesehen habe und gehört habe, ich glaube, so viel Sendezeit haben wir gar nicht, ne? Es ist viel, viel Arbeit mit Noah. Ich will mir halt dann noch überlegen. Ich habe jetzt auch wenig Zeit. Es wird ein schönes Auto, wirklich unfallfrei. Ein tolles Auto, ein schönes Auto. Noahs Probleme, Sachkenntnis und Verhandlungsgeschick. Das werden harte Schulstunden, bei denen sich Sydney auf den Oberklasse-Wagencheck konzentrieren will. Ich meine, was ich jetzt gesehen habe, was du so gemacht hast, ne? Heide Witzka, ey, da haben wir noch einiges zu leisten. Schmeichelhaft. Danke. Ich weiß. Was sagst du zu der Karre? Ja, geiles Ding, ne? So, merkst du gerade was? Du machst was richtig. Nee. Was denn? Deine Emotionen sind schon wieder viel zu hoch. Eigentlich müsstest du nur sagen, so, ja, geht so, ne? Emotionen, das ist auch unsere erste Schulstunde. Emotionen hast du ohne Ende beim Autokauf. Das ist nämlich richtig scheiße. Das Wichtigste, dass du keine Emotionen beim Autokauf hast. Das ist ja auch das große Problem, wenn man sich zu sehr in das Auto verliebt und schon sich damit irgendwo durch die Stadt cruisen sieht. Ne? Ab sofort darfst du dich nicht mehr da drin sehen. Beim nächsten Mal eiskalt, keine Emotionen, nicht lachen. Nein. Das ist nämlich verkehrt. Du musst natürlich eine gewisse Basis oder eine gewisse Emotionsebene finden mit dem Händler. Weil wenn es hinterher darum geht, wie kann ich denn mit ihm verhandeln? Der muss ja eine coole Ebene haben. Ja. Das ist ja nicht so. Ja. Der muss ja hinterher sagen, der Noah ist eine coole Hupe. Der findet zwar mein Auto scheiße, aber der ist cool. Okay. Das ist unser Ziel. Alles klar. Hat Noah wirklich verstanden, was Sydney meint? Der PS-Profi macht den Emo-Test. Und? Ist ganz nett, ne? Also, was zu krass war, war dieses. Du starrst ja in die Leere. Du musst ihnen schon ein bisschen zeigen, dass du dich auch interessierst für das Auto. Okay. Nächster Versuch, aber diesmal bitte freundlicher. So ein G63 ist schon ganz cool, ne? Ist auf jeden Fall cool, da kann man schon was mit machen. Aber ob man ihn jetzt unbedingt haben muss, ist natürlich so eine Sache, ne? Ja, so ein S8 wäre schon cooler, ne? Zum Beispiel. Ha! Ja. Warum ist denn S8 cooler jetzt schon wieder? Ja. Okay, letzter Versuch. Jetzt aber. Guck mal hier, Sidepipes, ne? Ja. Und die müssen nicht nur schön aussehen, die sollen sich auch gut anhören. Ah, ja. Jetzt haut einer raus hier, wa? Okay, dann würde ich sagen, Emotionen hast du jetzt im Griff, oder? Ich denke schon. Egal, was für ein Auto vor dir steht. Nicht mehr ausflippen. Alles klar. Okay. Noah muss in die PS-Profi-Schule. Der 20-Jährige ist zu aufgeregt beim Autokauf. Mit ihm haben die Händler leichtes Spiel. Ja, der macht auf jeden Fall was her. Macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Ja. PS-Profi Sydney Hoffmann lehrt seinen Schüler in Unterrichtsstunde 1, wie Noah seine Gefühle besser im Griff hat. Geiles Ding, ne? So, merkst du gerade was? Deine Emotionen sind schon wieder viel zu hoch. In der zweiten Stunde geht es um, worauf muss ich bei Oberklasse-Limousinen achten? Verschleiß und Zubehörteile. Was stellt sich der Noah darunter vor? Bremsbeläge, Bremsscheiben. Bremse ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und du hast ja auch schon ganz gut geguckt. Ja. Beim S8, du guckst halt eben, ist hier eine Kante oder keine Kante, ne? Ja. Ja, was sagt ihr an die Kante? Dass die Bremsscheibe schon ziemlich abgenutzt ist. Oder okay, so. Was sagt dir das denn alles? Wenn du jetzt sagst, okay, der hat eine Kante, hat Verfärbung, was sagt dir das dann in dem Moment? Muss wahrscheinlich sehr bald neu. Ich würde sogar sagen, muss direkt neu. Also, wenn du jetzt ein Auto checkst,
dann musst du nicht nur rüberfühlen, weil du musst quasi schon in die Zukunft schauen, ja, dass du sagst, okay, ich muss eine Scheibe erneuern, ich muss die Belege erneuern, ich muss die Arbeit bezahlen dafür, dann bist du gut und gerne auch mal locker 2, 2,5 los. Ja. Dann sind wir gerade hier bei so einem dicken Flaggschiff, S8 zum Beispiel oder S-Klasse oder 7er Felge. Egal welche Macke dran ist, kannst du sicher sein, dass die scheißen teuer ist, wenn du sie kaufen musst. Also immer im Hinterkopf behalten, dass du keine Kohle ausgeben willst, die du nicht vorher eingespart hast für Felgen. Ja. Das heißt, sofort sagen, pass mal auf, da ist eine Macke dran oder die kann unrund laufen, das merkst du bei der Testfahrt. Genauso wie ein Auspuff. Das ist erstmal nur ein Auspuff. Ja. So, wenn du jetzt in dem Fall jetzt bei so einer G-Klasse, sehe ich eine AMG oder jetzt S8, dann ist das nicht nur der Auspuff von einem A8, dann ist es der Auspuff vom S8. Dann kostet so ein Endschalldämpfer ja mal locker über 2 Mille. Bei diesem ganzen Verschleiß- und Zubehörthema, was ist jetzt hängen geblieben? War mir nicht schwach. Darauf achten, dass alles komplett ist beim Zubehör. Ja. Dann natürlich gucken, Verschleißteile, die man jetzt so als Laie gut kontrollieren kann. In der nächsten Stunde geht es um das Herz einer Luxuslimousine. Ja. Das ist aber das Thema, wo ich am wenigsten Ahnung von habe. Ja, pass auf, ich bewusst ausgewählt, weil du möchtest halt so ein Flaggschiff haben. Du willst eine dicke Karre haben, da sind ja meist große Motoren drin. Ja. Wie auch hier bei dem. Und da ist natürlich ein Vorteil, ist, du hast viel Dampf, ja? Das ist männlich. Aber Nachteil ist, du siehst gar nichts mehr. Ja. Du siehst einfach nichts mehr im Motorraum. Das, was du siehst, viel Motor für wenig Platz. Ja. Oder du hast halt viel Plastik drumherum. Was würdest du jetzt hier machen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay, ja, ist ja gut. Also erstmal guckst du mal nach dem Öl. Weißt du? Nimmst du den Deckel ab und dann guckst du, ob hier so ein weißer Schleim drauf ist. Dann weißt du, okay, das Ding, ein S8 jetzt in dem Fall, ja, der fährt ja nicht nur durch die Stadt. So, wenn er nur durch die Stadt fährt, dann wird er nicht mehr ganz warm und dann dementsprechend schleimt er die ganze Hütte voll und das siehst du hier am Deckel. Dann hast du so einen weißen Schmodder hier dran. Okay. Jetzt guckst du einfach mal hier rein und versuchst irgendwie zu gucken, ob da irgendwo Öl ist oder sowas. Du siehst ja selber, wie willst du hier irgendwie als Mechaniker was machen? Ja. Das heißt, die müssen meist abgelassen werden, die Motoren. Jetzt gehst du in die Werkstatt, dann kostet das richtig Kohle. Und jetzt kommt natürlich noch der Masterclue. Du machst das Ding an. Motor, ne? Ja. Ja. Hörst du irgendwelche mechanischen Geräusche? Den laufenden Motor, ne? Also ja, aber nichts Untypisches, ne? Nichts Untypisches, ja. Kein Quietschen, kein Klackern oder so. Ne, quietschen, wenn der kein Riemen los ist oder so, durchdreht. Kann ja auch vorkommen. Ja, muss man den nachziehen und dann wird er neu. Oh! Mensch, kann der Standard nicht sein, wa? Ja. Der stand wieder Emotionen, okay. Alter. Noah ist eigentlich ein sehr engagierter Schüler, ja. Wird man jetzt nicht denken, wenn man ihn sieht, dann denkt man sich, das ist so ein Hallodri. Aber der war aufmerksam, kann ich nicht anders sagen. Fühlt sich fit? Auf jeden Fall. Tipps haben mir auf jeden Fall geholfen. Ja? Und ich fühle mich fit für morgen, dass ich dem Verkäufer da mal kräftig den Preis runterschraube. Es ist ja auch kein Zufall, dass es ein Mercedes ist. Weil du wolltest ja eine S-Klasse haben, ne? Genau. Und da habe ich auch eine rausgesucht. Ja? Ja, ja. Schön. Schön, ne? Geil. Was mit Emotionen? Okay. Sydney gibt Noah noch einige Details zur S-Klasse-Historie mit auf den Weg. Viel Detailwissen, das der 20-Jährige beim Händler anwenden soll. Der Sydney ist echt ein guter Lehrer, hat mir auch viele hilfreiche Tipps gezeigt und Kniffe, wo man drauf achten muss, nochmal explizit, auch am Motor und gerade was Zubehör angeht, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Der letzte Test, bevor es ernst wird. Vor dem Mercedes-Check muss Sydney die versteckte Kameratechnik vorbereiten. Ich habe ja natürlich hier eine Gegenfunke und kann natürlich dir hier aufs Ohr sprechen. Hörst du das? Nein. Schön. Aber jetzt. Jetzt höre ich dich, ja. Siehst du? Du guckst bitte nicht zum Bus. Ja. Okay, weil ich werde nämlich da sitzen und werde alles sehen, was du siehst. Okay. Okay? Ja. Also, in dem Sinne, viel Glück. Ich werde da morgen hinkriegen, kalt wie Eis und dann passt das schon. Der nächste Morgen in Lünen. Der Bus mit Sydney steht bereit. Noah ist angemeldet für einen Mercedes S320 CDI. Ein ganz dickes Schiff, das rund 75.000 Euro gekostet hat. Jetzt sollen es noch 13.900 sein.
Morgen. Morgen. So, wenn du willst, kannst du loslegen, wa? Können Sie ein bisschen was zum Wagen erzählen? Mhm. Allgemein. 320er S-Klasse, Baujahr 2006. Unfallfreier Wagen. Ja. Das ist ein ehrliches Auto. Also nicht hier so vom Lackierer alles gemacht, ne? Ja gut, die Klötze sind ja komplett drunter, ne? Die müssten auf jeden Fall direkt neu. Muss nochmal durchgesehen werden, klar. Ja. Naja, ist natürlich auch schade hier, die Felgen. Das sieht natürlich scheiße aus. Müssen wir natürlich auch direkt neu machen, ne? Das ist natürlich ungünstig. Die kosten natürlich richtig Geld, ne, in der Neuanschaffung. Ja, das ist ja Flaggschiff-Modell von Mercedes. Er macht das schon sehr gut. Also er setzt eigentlich genau um, was wir gestern gesagt haben. Auch mit dem Flaggschiff und dass es teuer ist. Wollen wir einmal vorne aufmachen? Soll ich einmal Motor einmal anlassen vielleicht? Vielleicht wollen Sie eben anlassen, dass ich ein bisschen hören kann. Ja, aber er setzt gut um, ne? Er hat das schon beherzigt, was ich gestern gesagt habe. Finde ich gut. Vielleicht einmal ausmachen, ich will einmal ein bisschen einmal Öl gucken. Ja, man achtet halt immer so drauf, ne? Hier sind jetzt auch leichte Feststoffpartikel zu erkennen. Das macht aber richtig auf Profi hier. Sind halt die Kinderkrankheiten, dadurch, dass einer der ersten ist. Jetzt haut da einen raus hier, wa? Gibt so viele Gebrauchtfahrzeuge in Deutschland, auch in den Klassen. Ne? Und da gibt es viele, die stehen dann auch eventuell besser da, wo man dann gucken könnte noch und sich eventuell dafür entscheiden kann. Meine Fresse, Alter, was hast du denn auswendig gelernt hier? Oh, hier hat er aber auch eingekriegt, ne? Hier vorne. Da. Ja, das sind natürlich so Rennen. Trotz Parksensoren, ne? Das ist natürlich. 2006. Aber er ist schon mit Pokerface unterwegs heute. Emotion und Noah sind heute keine Freunde. Noah meint es ernst und hat sich viel aus dem Unterricht gemerkt. Der 20-Jährige sammelt Argumente für einen besseren Preis wie ein PS-Profi. Sydney muss gar nicht eingreifen. Wie schaut's denn aus mit einer Probefahrt? Lässt sich das einrichten? Soweit sehr gut. Wenn wir jetzt die Probefahrt machen, dann steige ich ja so zu und dann können wir alles weitere bequatschen. Noah will die dicke S-Klasse. Allerdings gibt es einige Mängel, die sich Sydney von nahem betrachten will. Denn im Moment fragt sich, kommt der 235 PS starke Benz überhaupt in Frage? Okay, Meister. Los geht's. Machst du gut? Ja. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Viel behalten von gestern, wa? Ich gebe mir Mühe. Wie fühlt er sich an? Fahren tut er ganz ruhig eigentlich. Okay. Fährt halt wie ein Stein in eine Kurve, ne? Hast du viel Gewicht? Ist übel. Ja, du wolltest ein dickes Ding, wa? Aber ist geil. Ist geil. Ist schon fett. Ja, die Emotion hast du ja auch im Griff, ne? Ja, gerade auf jeden Fall. Jetzt, klar, voll. Jetzt kannst du zeigen. Jetzt kannst du machen. Aber gerade hast du auf jeden Fall die Emotion definitiv im Griff gehabt. Der Luxus-Benz fährt sich gut, aber innen merkt man der S-Klasse das Alter von 13 Jahren an. Da oben ist das Bedienteil vom Sitz. Ja, eine Kopflehne ist kaputt. Der Zustand ist nicht überzeugend. Sydney will nochmal ums Auto gehen und sich selbst ein Bild machen. Vielleicht hat Schüler Noah noch etwas übersehen. Vorne hat er, glaube ich, nämlich einen Bums gehabt, weil die Spaltmaße von der Haube stimmt gar nicht. Ich glaube, da ist was gewesen. Diese Preisverhandlung wird für Noah super hart, denn für 13.900 Euro ist der Mercedes in diesem Zustand viel zu teuer. Mit all den Sachen, die wir jetzt gesehen haben, ne, fängst du an mit Zähne und dann wird er so sagen, ach du Scheiße, es geht gar nicht, überhaupt nicht, no way. Dann lass ihn kommen und lass ja nicht abspeisen beim ersten Gebot, ja okay, dann 13.5 oder sowas. Ja. Der soll da mal einen raushauen. Natürlich hat er Macken, aber der hat wirklich teure Macken, wenn du es so siehst. Von daher, man muss wirklich runter mit dem Preis. Über 20% soll die S-Klasse günstiger werden. Sonst platzt der Deal. Punkt 1 ist, können wir gerne mal vorne angucken, unfallfrei kann der nicht sein. Die Spaltmaße der Motorhaube passen überhaupt nicht. Hier vorne ist der gebrochen, die Frontschürze. Der muss auf jeden Fall eingekriegt haben. So, und weiter im Text. Ja, dann hatten wir ja schon gesagt, die Reifen sind auch durch an der Seite kaputt. Felgen sehen auch scheiße aus, um das mal ganz klar zu sagen. Die sind ja wirklich auch schon oxidiert hier. Ja, und Schlagzahl immer weiter, damit der Junge schwindelig wird. Ja, 20er, guck mal, ne? Ein Satz 20er Reifen, dann willst du auch noch ein paar gute haben. Die Felgen, die kosten auch richtig Geld, weil wir man fährt ja, wenn dann AMG. Ihr wollt den loswerden, ne? Und ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen, ja. So.
Noah macht Nägel mit Köpfen. Guck mal, er geht schon auf Distanz. Innen drin fehlt von der Armatur, also kann ich meine Kopfstütze nicht mehr bedienen. Ne? Das ist auch schon mal Käse. Läuft bei dir. Das ist auch Käse. Sieht auch scheiße aus, muss man auch neu machen. Das sind alles Punkte, die am Ende ärgerlich sind. Und dementsprechend auch teuer in der Reparatur. Hinten die Stoßstange hat auch einen gekriegt. Ja? Ist natürlich auch ein dicker Kratzer drin. Ja? Du kaufst keinen Neuwagen, ne? Das Auto hat eine Preiskategorie. Wenn mit Neuwagen hat er ja nichts zu tun. Ja. Ich kaufe einen Gebrauchtwagen, aber eben. Trotzdem ist die Menge Belastung ist zu hoch. Wir machen die Räder. Die Räder werden gemacht. Die Bremsen. Die Bremsen werden gemacht. Wir machen mit Scheiben und Belege, ne? Scheiben sind auch noch. Darüber reden, wo dann nachher noch deine Preisvorstellung landet. Genau. Also man kann jetzt nicht sagen, weißt du was, ich verkaufe dir den für 5.000 Euro denn? Und was siehst das du Auto denn? Komplett fertig. Ja, was siehst du denn für einen Preis? Ja, was hast du denn vorgestellt? Die Reise geht hin, 10,5. Also Emotionen gab es da gar keine. Der war wirklich ein Klotz, ein Stahlklotz, ein Betonklotz. Ja. 10,5, du machst die Bremsen. Okay. Und 10, so. 10, so wie er steht. Mann, du hast aber auch ein Pokerface, du. Du willst mir doch ein Auto verkaufen hier. Also da muss schon deutlich noch was am Preis passieren. 13,5. Also du machst das echt gut, ne? Aber jetzt kannst du ein bisschen netter wieder rüberkommen. Du guckst da wirklich wie Höllenjunge, Hellboy. An einem gewissen Punkt muss ich ihn auf jeden Fall stoppen, weil er kippte gerade die Stimmung. Und wenn die Stimmung beim Verkäufer kippt, ja, das ist nicht gut. Er hat jetzt gesagt, 13,5 ist nicht akzeptabel. Er soll sich mal in Richtung deiner Vorstellung bewegen. Wollen wir uns erstmal einen rauchen? Rauchst du? Nee. Richtig schön Druck aufbauen, weißt du? Jetzt will er nämlich hier auf sympathisch machen mit Rauch und sowas alles. Hier ist auch. Klar, das verstehst du auch. Hör mal, du kannst dir gerne eine rauchen, wenn dir zu stressig wird. Nee, alles klar, mir ist jetzt nicht zu stressig. So, jetzt sag mal was. Jetzt komm mir mal entgegen und dann sagst du mal jetzt ein paar Zahlen. 11. 11. 11 ist aber nicht 10,5. 11 ist nicht 10,5. Was wolltest du für die 10,5 haben? Für die 10,5? Ja. Machst du mir die Reifen und die Bremsen. Und du hast den Ladenhüter hier vom Hof, weil eine S-Klasse verkaufst du auch nicht jeden Tag. Noah, du musst jetzt ein bisschen zurückrudern. Ich habe ja gesagt, du musst vorpreschen, ne? Jetzt ein bisschen zurückrudern. Was mit TÜV? Reifen, Bremsen, TÜV, Ölwechsel, wird alles gemacht. TÜV, Ölwechsel, alles dabei. Alles dabei. Alles dabei. Das kriegen wir hin. Ich mache jetzt 10,9, sag ich dir. Dann hast du den Wagen verkauft. Mit 10,9 sind wir gut. Da muss der Verkäufer erst mal zum Chef und nachfragen, ob dieser gewaltige Preisnachlass in Ordnung geht. Ja. 10,9, klingt gut. Ja. Dann machen wir das. Gut. Ja, wunderbar. Hast sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil. Das Auto stand für 14.000 Euro und er hat jetzt 11.000 bezahlt. Und hat noch neue Bremsen und noch mal neue Reifen. Also ich meine, was willst du mehr? Alles perfekt. Ja, ich bin super zufrieden. Das ist natürlich alles viel Geld, auch für mich. Ich freue mich über jeden Euro, den ich sparen kann. Und am Ende haben wir jetzt gut was rausgeholt. Für Noah aus Oberhausen haben sich die Schulstunden gelohnt. Endlich hat er sein Dickschiff bekommen. Hier geht's zum neuen Video und hier unten zum Abo. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, sonst verpasst du noch ein Video.